Moin meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, es gibt diverse Änderungen und eine Person würde das wahrscheinlich sehr, sehr begrüßen. So, ich habe jetzt jemanden entbannt und auch entblockt. Soll die Person daraus machen, was sie will. Solange da keine Scheiße mehr re resultiert, ist mir das egal. Ich ziehe mich des Weiteren zurück und gucke, dass meine Gesundheit auch wieder auf Stand ist. Ich möchte auch, dass das so ruhig bleibt. Ich werde dazu mich nicht äußern weiter. Ja, mehr gibt es eigentlich nichts zu sagen. Einige werden sich jetzt auch gewundert haben, warum gestern nichts gekommen ist oder überhaupt kein Video und nichts. Prinzipiell. Und auch nur ein kleiner Short. Ich war auf meinem Geburtstag im Gym. Habe dort meine Zeit verbracht, habe es für sinnvoller gesehen, was für meinen Körper und für mich hätte tun und weniger am Computer zu sitzen. Deswegen habe ich auch nur am Abend am Computer gesessen. Ja, ich werde langfristig gesehen sowieso meine Zeit auch anders einteilen. Das möchte ich jetzt hier auch nochmal sagen. Gucken, dass die Videos auch nochmal viel, viel besser werden, deutlich besser werden. Da wird auf jeden Fall daran gearbeitet, dass das auch eine andere wird, auch an Content, wenn ich unterwegs bin, dass ich auch mal was aufnehme und das anders verarbeiten werde. Hab gesehen, dass das mehr Contents gibt und auch unterhaltsamer wohl scheint, also mit erscheint. Also mir gefällt das auch viel, viel besser, so hinsichtlich gesehen. Die Art, wie ich das gemacht habe, wie ich das geschnitten habe. Ich weiß nur, dass da auf jeden Fall deutlich mehr Arbeit dahinter hängt, ja. Aber mir geht es einfach auch darum, bei diesem Art von Content einfach auch, dass das mehr inhaltlich ist. Nicht nur mehr inhaltlich, auch qualitativer halt auch mehr Sinn gibt und auch, ja, anderen Menschen vielleicht auch helfen kann, wie man was machen kann. Beziehungsweise auch die Schneideart und alles, das wird alles wirklich momentan viel geändert. Deswegen bin ich auch momentan wieder viel am Überlegen und machen und tun, wie man etwas machen kann und wie man das halt auch erzählt. Im nächsten Video werde ich euch einfach mal berichten, wie das bei mir jetzt mit der Nebenkostenabrechnung abgelaufen ist. Auch eine sehr, sehr unschöne Sache, muss ich einfach dazu sagen, was halt auch bei resultieren kann. Ja. Aber da werde ich euch auch nicht zeigen oder sowas an Brief oder sowas, weil das hat wieder was mit Datenschutz zu tun. Und ja, aller Welt muss ja nicht wissen, wer mich jetzt hier irgendwie da betreut oder meine Sachen da bearbeitet oder was auch immer. Ja. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dann einschaltet und sagt dann mal bis zum nächsten Video.